Metal-Leute, servus und herzlich willkommen beim Drachenvlog. Oh yeah! So, ihr fragt euch, schon wieder ein Vlog? Ja, denn ich habe mir gedacht, Vlogging und so weiter will ich ja ein bisschen häufiger machen. Und deswegen habe ich mir gedacht, scheiß drauf, mache ich jetzt direkt nochmal einen Vlog. Denn ich habe heute, und das habe ich auf Twitter vorhin gepostet, um 1 Uhr nachts oder was, ich war schon im Bett gelegen, habe schon gepennt, beziehungsweise ich habe nicht gepennt, ich habe wieder mal über Gott und die Welt nachgedacht, was bei mir nicht ungewöhnlich ist. Und habe echt wirklich, war wieder mal eine Stunde lang wach gelegen. Einfach mal so eine Stunde wach liegen. Kommt gut. Also habe ich so ein bisschen so drüber nachgedacht und wie üblich kommen mir da Ideen für Videos. Normalerweise bin ich so, ich will mir das aufschreiben, mach's dann aber nicht und lege mich dann trotzdem hin und schlaf weiter. Und dann schlafe ich halt. Das ist natürlich ein Fehler, weil am nächsten Tag weiß ich, ich hatte eine geile Idee. Aber die habe ich nicht umgesetzt. Und weil ich sie nicht aufgeschrieben habe, weiß ich nicht mehr, um was es in der Idee ging und kann mir dadurch auch den Gedanken nicht zurückholen. Was sehr ärgerlich ist. Dieses Mal habe ich mir das eben anders vorgenommen. Ich wollte dieses Thema schon länger ansprechen, habe auch schon oft überlegt, ob ich es mache und habe jetzt in der letzten Zeit mit einigen Leuten über das Thema auch sowohl in meinem Privatleben als auch jetzt mit ein paar Leuten, die ich halt jetzt über YouTube und generell halt über das ganze YouTube-Drachenlord-Zeug kennengelernt habe, habe ich mich mit denen über das Thema unterhalten und habe dadurch wieder gedacht, ja, ich muss damit mal wirklich mit euch reden auch. Auf Drachenlord kommt das Video, das ist jetzt nicht das hier, sondern das ist ein anderes Video, das ich heute noch drehen möchte oder zumindest jetzt die Skripte dafür schreiben und dann in den nächsten 1-2 Tagen das Ganze dann aufnehmen und schneiden und hochladen. Wann ich das Ganze bringe, weiß ich noch nicht. Ich möchte es eigentlich möglichst morgen spätestens hochladen können. Also macht euch darauf gefasst, dass es relativ schnell kommt. Aber ich kann euch nichts versprechen. Es ist nur der Wunsch, es möglichst schnell zu machen. Ob ich das zeitlich umsetzen kann, ist dann die andere Frage. Und bevor ich euch jetzt lange weiterhin auf die Folter spanne, es geht um das Thema Sex. Für die Jüngeren ist es vielleicht ein bisschen so Kicherthema noch. Kommt auf euer Alter an natürlich. Wobei auch die Älteren wahrscheinlich ein bisschen kichern werden. Im Thema Sex ist eine Sache absolut tabu. Das Tabu. Das ist nämlich genau der Witz dran, wenn man sich mit dem Thema, wenn man natürlich alt genug ist und alles und sich mit dem Thema dann anfängt zu beschäftigen, sollte man eines ganz schnell lernen und verinnerlichen. Man sollte mit seinem Partner oder seiner Partnerin offen über das Thema Sex sprechen können. Man sollte nicht irgendwie ständig kichern müssen dabei, also man kann schon mal ein bisschen Späßle und so weiter machen, das ist natürlich ganz normal und ganz okay, aber man sollte auch ganz normal und ernsthaft über das Thema reden können. Ich finde auch, man kann schon mal lachen, wenn man sagt Penis oder Scheide oder sonst was, aber ich finde, man sollte auch ernsthaft über das Thema miteinander sprechen können. Einfach, und das habe ich, ich lese sehr viele wissenschaftliche Studien über das Thema Sex, weil mich das nicht nur im Sinne von Erektion und Geilheit anmacht, sondern ich finde auch generell die ganze Theorie zu dem ganzen Thema und auch die ganze Praxis natürlich auch, finde ich ziemlich cool. Es gibt zum Beispiel Techniken, ich werde euch nicht über die Techniken aufklären, zumindest noch nicht, weil dafür gibt es einen anderen YouTube-Kanal, der wesentlich besser dafür geeignet ist als ich und ich das Thema auch nicht ewig weit ausdehnen möchte. Ja, also genau das meine ich zum Beispiel, ja, wenn ich jetzt irgendwelche Sachen sage, das sind sehr schnell, kann man sowas in Zweideutigkeiten umwandeln, speziell, wenn man über ein Thema spricht, in dem es um Sex geht. Ja, dann kann man zum Beispiel sagen, ist ein hartes Thema. Kann man natürlich gleich wieder drüber lachen. Ich lache jetzt nicht, weil ich das, wie gesagt, alles für ernst halte. Und natürlich kann man drüber lachen und drüber Witzle machen, aber man sollte sich eben auch ernsthaft mit dem Thema auseinandersetzen. So, genug von der Theorie, erzähle über das Ganze. Ich bin halt im Bett gelegen, habe drüber nachgedacht, bin aufgestanden und habe mich hier hingesetzt. Habe ein bisschen Musik gehört, wie ich das immer mache, und habe dann überlegt, als ich das Skript angefangen habe zu schreiben, ich möchte ein Intro haben. Das Problem ist, ich habe kein Intro. Ich habe zwar eins, aber ich möchte eigentlich ein neues. Ich möchte was ganz Neues machen. Ich möchte, Drachenlord hat jetzt auf einen neuen Level angefangen. Drachenvlog ist sowieso ein komplett neuer Kanal für alle. Auch wenn wir hier schon wahnsinnig krass jetzt drauf sind, wenn man bedenkt schon, der ist jetzt ja nicht mehr eine Woche alt und sind schon mehr als 300 Leute hier. Das ist voll krass, ihr seid echt geil, Leute. Jedenfalls, ich finde das richtig genial und möchte da ein komplett neues Kapitel aufschlagen. Ich habe auf YouTube, bin ich ja YouTube-Partner. Ich weiß nicht, ob man auf dieses Ding zugreifen kann, wenn man kein Partner ist. Ich vermute nein, aber ich weiß es nicht.
Es gibt auf YouTube, wenn ihr in eurem YouTube-Studios seid, also wenn ihr dann links, dann habt ihr oben den Manager, Community, Kanal, Analytics, erstellen. Und unter Erstellen habt ihr zwei Möglichkeiten. Ihr habt einmal den Video-Editor und einmal die Audio-Bibliothek. In der Audio-Bibliothek sind, Moment, ich kann mal auf die Genres gehen, alternativ Punkrock, Ambient. Ambient ist ein wenig so eine ruhige Musik, ein wenig so eine atmosphärische Musik. Ambiente nennt man das Ganze, oder Ambient. Country, Folk, Dance, elektronisch, also so Dance-Elektromusik, Filmmusik, dann haben wir Hip-Hop und R&B, Jazz und Blues, Klassisch, Pop, R&B und Soul, Reggae, Rock und Urlaub. Urlaub weiß ich auch nicht genau, was ich mir darunter vorstellen soll, vielleicht ein wenig so Strandmusik und sowas oder ein wenig so Alpenmusik, keine Ahnung. Jedenfalls sowas halt. Ich bin jetzt in dem Fall jetzt hier im Rock-Bereich, weil ich natürlich Rock und Metal in meinem Kanal mache und höre. Jetzt habe ich allerdings hier ein bisschen rumgestöbert und habe hier zwei Sachen gefunden, die mir ganz besonders gut gefallen und die ich in meinen Videos vielleicht öfter mal verwende, beziehungsweise daraus auch ein Intro schneiden werde. Ich weiß noch nicht genau, wie das hinhaut, welches von den beiden ich nehme, aber ich werde euch beide mal kurz vorspielen, weil das Ganze ist ja lizenzfrei und ich darf das als YouTube-Partner verwenden. Das ist das Geile daran. Das erste heißt Stereo Innings und ist 2,22 Minuten lang. Also zwei, nicht ganz 2,5 Minuten, ist von Ancient Mixes oder Mix Shell, ich hoffe, das ist auch richtig ausgesprochen, wie auch immer. Rock und Wüten, also das ist das Genre quasi dann, das ist dieses Rock und Wüten Bereich, deswegen sowas Krasseres. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns das einfach mal kurz an. Man hört natürlich schon, das ist richtig krass und richtig aggressiv auf einen Schlag. Finde ich echt cool und muss ich sagen, finde ich richtig, richtig geil. Das zweite fängt ein bisschen ruhiger an. Das machen wir jetzt nochmal auch an. Das heißt The Wrong Way. Oder Wrong Way, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, Englisch und so weiter. The Wrong Way. 2,45, also das ist ein bisschen länger. Von Silent Partner. Den habe ich schon länger im Auge, weil der macht mehrere Videos oder mehrere Musik hier zum sich ziehen für Videos und YouTube und so weiter. Und der hat echt was drauf. Also müsst ihr euch mal anhören. Es ist auch Rock und ist auch wütend. Also es ist auch aus diesem gleichen Genre wie das andere gerade. Und es fängt, wie gesagt, ein bisschen ruhiger an, geht aber richtig krass weiter. Und diese zwei sind momentan Sachen, die mir richtig gut gefallen. Ich habe noch mehr gefunden, aber ich kann euch das jetzt nicht alles zeigen, das wäre krank. Aber das sind so Sachen, die mir jetzt echt gut gefallen. Zum Abschluss möchte ich jetzt noch kurz Sachen sagen, wie es gibt ja keine Kommentare mehr auf YouTube. Die Sache ist die, viele meiner Fans haben mich auch angeschrieben im Privat, im Chat und so weiter und so fort und haben gemeint, dass sie das ganze Kommentarzeug überhaupt nicht nutzen. Was mir wiederum, also sie lesen da oft einmal was und sagen mir auch oft einmal, ey, das ist voll assi, könntest du da mal irgendwas machen, bitte? Und dann lösche ich das meistens auch, weil es voll assi meistens ist. Aber viele von euch, also von den Fans, schreiben mich ja meistens über Facebook, über Twitter, über Instagram vielleicht nicht unbedingt, aber über Facebook habe ich schon was gekriegt, über Twitter habe ich schon was bekommen. Habt ihr mich immer wieder angeschrieben, ey, kannst du da nicht irgendwas machen? Und das habe ich dann auch immer gemacht. Und die Kommentare habe ich von mehreren Leuten gesagt bekommen, ich soll die deaktivieren. Das habe ich gemacht und ja, als nächstes eine kurze Sache zu dem Thema Creeper Dark Horse, glaube ich, wurde Kasper ausgesprochen. Ich sage deswegen Kasper, weil mich ein Hip-Hopper dissen will. Hip-Hopper, ich weiß gar nicht, ob der Hip-Hopper ist oder nicht, er macht auf jeden Fall Raps und hat einen Drachenlord-Rap gemacht. Fick dich, du Assi, du hast doch gegen mich überhaupt keine Chance. Das Coole ist, dass jetzt halt klar, weil ich ja dieses Hip-Hop-Video auf meinem anderen Kanal gemacht habe, das so dargestellt wird, als wäre ich derjenige, der jetzt quasi gegen ihn rappt oder sonstigen Scheiß. Hallo,
Es war ein Gaudi-Video. Ich und Rappen. Ich kann Beatboxen, ja, aber ich werde nicht rappen. Und das Beatboxen, das mache ich meistens auch nur aus dummer Ding, wenn ich da am PC sitze und nicht drüber nachdenke. Wie auch immer. Lange Rede, kurzer Sinn. Creeper Darkos, mach was du willst, das interessiert mich nicht, du bist ein großer Troll. Das war auch schon alles. Nicht im Sinne von diesem schönen Troll hier, sondern im Sinne von du bist ein Troll. Denn das ganze Zeug von diesen Lachtypen da, das ist ja alles von dir ausgegangen, wie ich am Anfang mitgekriegt habe irgendwie. Und da hat er irgendwie das ganze Zeug von mir gepostet, von sich gepostet, kein Plan. Also ich habe von den Typen, ich habe überhaupt nichts mit dem Typen zu schaffen und ich will mit dem Typen auch gar nichts zu schaffen haben. Vor allem, viele meiner Fans haben mich ja angeschrieben, ey, hast du das mitgekriegt? Die Pflaume hat da ein Video über dich gemacht, ein Hopper disst dich, das ist ja wohl voll der Witz. Naja, ich sag's mal so. Ich habe vor einigen Monaten ein Video gehabt, das habe ich auch, glaube ich, gar nicht erwähnt, mit Absicht nicht. Das ist auch mittlerweile verschwunden, habe ich gesehen. Das hat sich genannt Drachenlord Diss. Da war ein Hopper, der hat über mich gerappt und hat irgendwie gemeint, dass ich halt voll schlecht bin. Und dann dachte ich mir halt einfach, Junge, du kannst doch gar nicht rappen. Ich habe mich ja in meiner Schulzeit ich mich ja mit Hip-Hop auseinandergesetzt und ich höre ja auch teilweise Hip-Hop. Aber ich bin ja eigentlich Metaler. Wie auch immer, ich fasse mich eigentlich gar nicht so in diesen Genres fest. Ich beiß mich gar nicht in den Genres so extrem fest. Aber was mich halt einfach zum Schmunzeln bringt, ist, die wollen über mich rappen und dann denke ich mir einfach nur, ich kann besser rappen wie die. Und das ohne Beat und ohne Rhythmus und ohne alles und bin trotzdem besser. Ich meine, den Rap, den, ich weiß nicht, ob das irgendeine bestimmte Sonderrecht-Rap-Ragging ist. Aber, ja, ich habe keine Ahnung, ob das irgendwas Bestimmtes von denen ist oder nicht, aber auf jeden Fall stimmt eins, auf jeden Fall. Das ist Schmarre. Wie auch immer. Fakt ist auf jeden Fall, dass es völliger Blödsinn ist, was er da gemacht hat und ich habe dich in meinem Leben noch nicht gesehen, ich habe dich in meinem Leben noch nicht gesprochen und ich habe in meinem Leben vor allem noch nie was mit dir zu tun gehabt. Und da frage ich mich ernsthaft, hast du es wirklich nötig, dich mit mir anzulegen, beziehungsweise dich mit mir anzulegen, weil ich lege mich mit dem Kasper ja gar nicht an. Ja, er soll machen, was er will, er ist YouTuber. Ich sag dir das deutlich, falls du das Video hier irgendwie guckst oder deine Fans sich darauf aufmerksam machen oder was, ich sag dir das ganz deutlich, was ich davon halte. Du und ich, wir sind beides kleine Scheiße an YouTubern. Da gibt's YouTuber da draußen, die singen und machen und was weiß ich und sind da mit mehreren Millionen Abos dabei. Da sind wir ein Witz dagegen und ich habe gar keine Lust, mich mit jemandem wie dir anzulegen. Ich lege mich generell mit niemandem an, weil YouTube ist keine Plattform, wo man sich gegenseitig stresst, sondern es ist eine Plattform, wo man miteinander arbeitet als YouTuber. Ich meine, wenn ich mir die großen YouTuber anschaue, iBlali, LiveLoid, Applebaw Pictures, wie gibt's noch, Mr. Trashpack, Dr. Allwissens, German Let's Play, das ist ein Let's Player. Dann gibt's noch den, also klar ist ein Let's Player, aber ich meine jetzt halt im Sinne von, das ist kein YouTuber an sich, sondern ein Let's Player, der macht Videospiele. Dann hätten wir zum Beispiel noch ungefilmt, ungespielt, das ist eine Person. Dann haben wir noch in Tabel, in Adi, der hat seinen eigenen Kanal, in Tommy, der ist von Applewar. Adi war ursprünglich bei Applewar. Da gibt's so viele gigantische YouTuber. Ein paar Leute kenne ich, ein paar Leute kenne ich nicht. Und ich habe aber, das Witzige ist ja daran, wenn ich wollte, könnte ich theoretisch gesehen mit verschiedenen YouTubern, die ich kenne, die auch groß sind, sagen, pass auf, kannst du mir da mal wegen was machen, kannst mich vielleicht versuchen, wegen zu ziehen. Könnte ich machen. Mache ich aber nicht. Warum nicht? Weil ich das von alleine schaffen will. Ich habe das zu mehreren YouTubern schon gesagt. Und mich hat auch schon einmal einer angeschrieben, der hatte, ich glaube, 50.000 oder was. Das war nicht MasterChan, das war jemand anderes. MasterChan gibt es dann auch noch, der hat auch 40.000, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher, ein bisschen mehr wie 40.000 oder so. Falls du nicht schon 50.000 hast, tut es mir leid. Aber ich sage das immer wieder deutlich dazu. Ich möchte nicht gezogen werden, ich möchte es von alleine schaffen. Denn wenn ich dann am Ende oben bin, oder wenn ich aber an einem bestimmten Punkt dann mit anderen YouTubern zusammenarbeite, würde ich mich natürlich darüber freuen. Ich würde mich auch jetzt schon darüber freuen, aber dann würde das halt so dastehen, ich habe mich jetzt halt doch ziehen lassen. Ja, also was soll ich jetzt dazu sagen? Das Video wird jetzt ein bisschen länger, als ich gedacht habe. Lange Rede, kurzer Sinn. Creeper Darkos, ich sagte deutlich, was ich von dir halte. Mach dein Ding, ich mach mein Ding. Und ich habe auch mittlerweile ja schon gesagt, ich habe auch gar nicht mal die Absicht, mich irgendwie mit irgendjemandem anzulegen, weil ich da überhaupt keinen Bock drauf habe. Ich habe in den letzten 5 Monaten, in den letzten 6 Monaten, habe ich das Ziel aus den Augen verloren, das ich eigentlich hatte ursprünglich. Ich wollte mit meinem Kanal was verändern, ich wollte mit meinem Kanal was erreichen. Und ich wollte vor allem mit meinem Kanal auf die Art und Weise was erreichen, dass ich mein Ding mache. Ich habe mich zu sehr drauf fixiert, mache ich das, was der macht, mache ich das, was der macht, könnte ich da irgendwas verbessern, könnte ich da irgendwas verbessern. In diesem ganzen Verbesserungswahn habe ich mein eigentliches Ziel aus den Augen verloren, ich zu sein, meine Videos zu machen, wie sie mir passen und wie ich Lust drauf habe. Weil, ganz ehrlich, die ganz alten Fans, im Sinne von die ganz alten Fans, die schon lange dabei sind, haben mir das immer wieder gesagt, wenn ich sie wo getroffen habe und auf Summer Breeze, haben mir das so viele gesagt, mach dein Ding, mach das so, wie du es gemacht hast immer. Ich habe dich von Anfang an geschaut, ich habe alle deine Videos gesehen, haben ein paar sogar gesagt, es gab sogar 2, 3, die gesagt haben, ich hab deine ganzen Videos gesehen. Und ich finde, am Anfang warst du viel besser, du hast dein ganzes Ding so gemacht, wie du wolltest und damit hast du richtig was geschafft und dadurch bin ich ja auch groß geworden.
Und dann natürlich dieses ganze Hater-Gedöns, das war dann natürlich auch wieder so ein Schwachsinn, was ich da abgezogen habe. Natürlich, das war ich, das war einfach diese blöde Laune von mir, die ich Lust hatte, um da ein bisschen Scheiß zu machen. Aber Fakt ist, naja, Fakt ist, dass, das alles, dass ich da alles aus den Augen verloren habe, was ich eigentlich wollte. Also, ganz ehrlich, Creeper Darkos, dein Video gefällt mir persönlich nicht, weil es einfach schlecht ist, meiner Meinung nach. Aber es ist dein Ding und dafür, dafür meinen Respekt, dass du machst, was du machst. Ich würde nur gerne darum bitten, dass in Zukunft meine Videos und mich in Ruhe lässt, weil ich mein Ding mache und du dein Ding machst. Und damit hat sich die Sache erledigt. Du kannst rappen über was du willst. Du hast mir so eine freundliche E-Mail geschickt, die zugegeben ziemlich assi war. Und ich gleich zu Sau gemacht wurde, was mir einfallen würde, dass ich denen irgendwie vorschreiben würde, was er rappt. Hä? Wann habe ich das je gemacht? Ich sagte, dein Rap ist schlecht. Das ist alles, was ich gesagt habe. Das Thema über Sex kommt. Ich würde es gerne heute noch drehen, dass ich es morgen hochladen kann. Spätestens. Vielleicht kommt sogar noch heute Nachmittag. Das Video werde ich auf jeden Fall jetzt gleich schneiden, während ich das Skript schreibe fürs andere. Dann danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid dabei. Falls euch das Thema Sex interessiert, könnt ihr auf meinem anderen Kanal vorbeischauen. Ansonsten empfehle ich euch den Kanal 61 Minuten Sex. Das ist ein Kanal von Jan und Chana, heißen die beiden. Und die beiden machen das Thema Sex schon relativ lange. Der ganze Kanal 61 Minuten Sex geht um dieses Thema Sex. Ich möchte denen auch gar nicht in die Parade fahren, weil die machen echt einen guten Job. Ich kommentiere da auch, ich schreibe da auch, ich schaue mir die Videos an. Ich bewerte die Videos positiv, wenn sie mir gefallen, was die meistens tun oder was sie meistens sind. Ich werde euch das mal irgendwo verlinken, irgendwie in der Beschreibung oder sowas werde ich das mit reinsetzen, wenn ich dran denke. Ich habe einen Instagram-Account, ich habe einen Twitter-Account, ich habe einen Metal-Flirt-Account, da könnt ihr mich überall adden, da nehme ich euch überall an. Bloß auf meinen privaten Facebook-Account nehme ich euch nicht an und meine Facebook-Seite existiert nicht mehr. Beziehungsweise sie existiert schon noch, technisch gesehen. Aber ich habe sie deoffizialisiert. Geil, das ist ein neues Wort. Deoffizialisiert, jedenfalls ist sie nicht mehr offline, nicht mehr online und ihr könnt sie nicht mehr anschauen und in ungefähr 13 Tagen wird sie gelöscht sein. Zu dem Thema werde ich noch ein anderes, spezielles, kleines Video machen, weil ich will das Ganze in Zukunft auf meine komplette Webseite fixieren. So, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Metal, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Oh yeah.